Gelsenkirchen, Schalke, das ist heute ihre Bühne. Laura Dahlmeier mit dem letzten Rennen ihrer Karriere. Noch einmal Vollgas geben, noch einmal genießen und die Fans verzaubern. 45.000 sagen Servus Laura. Großer Abschied für eine große Sportlerin. Biathlon auf Schalke, gleich im Ersten. Schalke kann nicht nur Fußball, Schalke kann auch Biathlon. Wintersportmecker Gelsenkirchen. Die weltbeste Kulisse für die weltbesten Skijäger. Wer holt den Sieg bei der World Team Challenge? Dennis Herrmann und Benedikt Doll wollen den Heimvorteil nutzen. Biathlon auf Schalke. Jetzt fällt der Startschuss. Im Ersten. Weihnachten ist zwar vorbei, aber es leuchtet und alle Jahre wieder. Das passt immer noch, denn jedes Jahr verwandelt sich die Arena von Königsblau in Winterweiß. Hallo zum Biathlon auf Schalke. Knapp 50.000 Biathlon-Fans in Gelsenkirchen. Es ist die 18. Auflage live bei uns im Ersten. Toller Blick von hier oben mit unserer Expertin heute Abend, mit Kathi Wilhelm. Kathi, du hast ja auch schon gewonnen. Warum möchte kein Biathlet auf dieses Rennen verzichten? Ja, weil es einfach eine einmalige Stimmung ist und es ist die einzige Möglichkeit, eben vor so einem tollen Publikum auf so engen Raum hier diesen Hexenkessel zu erleben und zu genießen. Und es ist immer ein Highlight, also für mich war es immer ein Highlight, so rund um den Jahreswechsel, und ich habe mir das nicht nehmen lassen. Apropos eng, wie fühlt sich das an, so kurz nach dem Festtagsbraten sich wieder in den Rennanzug zu zwängen? Naja, es ist ja nicht das erste Mal für die meisten nach Weihnachten, denn es wird durch Weihnachten, wird die Weihnachtsfeiertage durchtrainiert. Und da ist vielleicht mal ein Tag vielleicht mit nur einer Einheit, und der Rennanzug passt dann auf jeden Fall immer noch. Also da müssen wir uns immer keine Sorgen machen. Also bis kurz vor 20 Uhr haben wir zwei Rennen bzw. zweieinhalb Wettbewerbe für Sie, das Ganze live. Und für eine wird es definitiv ein Finale sein. Laura Dahlmeier wird hier zum letzten Mal öffentlich auftreten beim Biathlon. Und sie sagt also nicht leise Servus, sondern vor dem lautesten Biathlon-Publikum der Welt, Christoph Nahr. Ein letztes Mal. An einem speziellen Ort. Laura Dahlmeier und die Arena auf Schalke. Hier fiebert sie zu Beginn ihrer Karriere mit ihrem Partner Florian Graf, als sie kurz vor dem ersten Sieg eines deutschen Teams seit 11 Jahren steht. 2013, Sieg auf Schalke. Diese Frau hat wirklich alles gewonnen. Ich finde es schön, heute mit dabei zu sein an ihrem letzten großen Auftritt. Ich meine, so sehen wir uns privat dann schon immer mal da oder dort, aber heute ist so die letzte große Nummer und da hoffen wir, dass wir sie gebührend verabschieden. Laura hat schon dem Biathlon so viel gegeben, dass nachfolgende Generationen, glaube ich, auch jetzt, was die Popularität des Biathlon betrifft, davon zehren können. Laura, die war wirklich ein Idol im Biathlon-Sport, sage ich mal, und da haben wirklich viel junge Leute auf sie aufgeschaut. Die Doppel-Olympiasiegerin, die in nur 6 Jahren den Biathlon-Sport prägt, wie nur wenige vorher. Der erste Auftritt bei der WM 2013 kündigt an, was für eine Sportlerin Laura Dahlmeier sein wird. Eine neue Königin inmitten des norwegischen Adels bei der WM 2016. Sie stellt Rekorde auf, die nicht möglich schienen, gekrönt von 5 Goldmedaillen bei der WM in Hochfilzen ein Jahr später. Und dann Pyeongchang, der große Kindheitstraum, Olympiasieg. Laura Dahlmeier gewinnt den Sprint. Sie gewinnt die Verfolgung. Sie erreicht sportlich alles, was ihr wichtig war. Jetzt der letzte Auftritt mit einem alten Freund. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir schon im Vorfeld irgendwie so gewünscht, dass ich da der Partner sein darf oder sein kann. Und daher bedeutet es schon viel für mich, auf der Bühne mit ihr ihre Karriere beenden zu dürfen. Noch einmal auf Schalke. Noch einmal Biathletin sein. Laura Dahlmeier kann es kaum erwarten. So, und kurz vor Ihrem letzten Auftritt haben wir noch einmal Gelegenheit, die Laura hier exklusiv zu haben. Laura, wie ist so der Gemütszustand kurz vor dem letzten Auftritt? Ja, wenn du mich jetzt so fragst, also man merkt schon ein bisschen, wie das Herz schlagt. Es wird jetzt wirklich das allerletzte Rennen für mich sein, das letzte Biathlon-Rennen. Und ich bin schon gespannt, wie mich schlagen wird. Noch mal ein bisschen auftrainiert, noch mal an der Form gearbeitet?
Ja, ich bin natürlich jetzt nicht so viel zum Langlaufen gekommen, habe ganz, ganz wenig geschossen, aber um Weihnachten, den 24. und 26.12. habe ich genutzt, ein paar Schuss noch mal machen und hat sich gar nicht so schlecht angefühlt. Im Prinzip bist du jetzt auch Kollegin bei den Kollegen des ZDF, auch vor dem Mikrofon. Was bleibt aber von der Zeit als Biathletin? Was nimmst du mit für die Ewigkeit? Ja, das ist keine so eine einfache Frage. Ich glaube, das kommt erst Stück für Stück. Also ich erinnere mich schon viel an Rennen zurück, an gewisse Situationen. Und umso mehr Abstand ich eigentlich dazu kriege, umso intensiver werden dann auch die Eindrücke. Also zum Beispiel das Rennen in Pyeongchang bei Olympia, der Sprint, das ist einfach ganz fest in meinem Kopf. Und das war für mich das perfekte Rennen. Ich wusste, ich kann es nicht besser. Und das Rennen werde ich so nie vergessen. Trotzdem wahrscheinlich Ehrgeiz, den hat man immer als Sportlerin, auch wenn du heute antrittst, da soll ja am Ende nicht der letzte Platz rausschlagen. Also ich habe schon alles erlebt hier auf Schalke, ich bin schon mal ganz oben gestanden, es ist aber auch schon mal nicht ganz so toll gelaufen. Jetzt ist ganz kurzfristig nur der Erik Lesser krank geworden, zum Glück habe ich einen Ersatzmann gefunden und ja, wir werden unser Bestes geben. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich zu laufen, alles zu treffen und ich glaube, ich kann aber heute nur als Gewinnerin aus dem Rennen rausgehen. Ich freue mich, dass so viele Menschen da sind, es sind auch ganz, ganz viele Fans aus der Heimat da und ja, es wird, glaube ich, ein tolles Erlebnis. Also einfach nur genießen. Dankeschön, Laura. Und heute gab es ja schon eine Entscheidung hier in der Arena. Christian Dexner. Ja, genau, das sogenannte Shootout. Also wer schießt am schnellsten? Immer etwas Prestigeträchtiges. Und aus den 10 Männern und 10 Frauen haben die 3 schnellsten Frauen und die 3 schnellsten Männer sich fürs Finale qualifiziert. Laura Dahlmeier hat das ganz knapp verpasst, war nur eine Sekunde langsamer als Dorothea Vira, die schnelle Italienerin. Bei den Männern qualifiziert Kritschmar, Gigonard und Pidruschny. Und Dimitri Pidruschny, der war dann auch der schnellste. Bei den Frauen Dorothea Vira, Lisa Hauser und Anaïs Bescon. Wer trifft zuerst 20 Schuss? Der Weltmeister in der Verfolgung, Dimitri Pidruschny, er war es, gewann ganz knapp vor Dorothea Vira und Anaïs Bescon. Also ein Mann war der schnellste und dann 2 Frauen. Auch darum geht es ja immer so ein bisschen bei diesem Wettbewerb. Wer kann schneller schießen, die Männer oder die Frauen? Heute war es ein Mann, heute war er es, Dimitri Pidruschny aus der Ukraine. So, und jetzt sind wir soweit. Es kann losgehen. Was wir noch brauchen, ist ein schöner Countdown. Und Kathi Wilhelm, wir haben die Hallenbeleuchtung auf ihr Handy aufgelegt. Sie kann also mit einem Fingerdruck die Arena verdunkeln. Wir zählen rückwärts, liebes Publikum. 5, 4, 3, 2, 1 und perfekt! Und liebe Zuschauer, wir hören das Steigerlied, die Hymne der Bergleute, die hier auf Schalke vor jeder Veranstaltung gespielt wird, auch bei den Heimspielen von Schalke 04. Und da hören wir mal ganz kurz rein. Das ist der Pokal, um den es heute geht. ...46.000 Zuschauer in der Arena auf Schalke. Es ist ausverkauft, das Abschiedsrennen von Laura Dahlmeier. Und jetzt ist es so langsam an der Zeit, die Teams vorzustellen. 10 Mannschaften insgesamt sind am Start, 10 Pärchen. Und wir zeigen Ihnen die beiden deutschen Pärchen und die Titelverteidiger. Denis Herrmann und Benedikt Doll, das ist die Startnummer 3 im letzten Jahr. Da wurden sie Vierte, weil Benedikt Doll Ole Einar Bjørndalen in dessen Abschiedsrennen den Vortritt ließ. Eine große Geste von ihm. Es siegten damals Dorothea Vira und Lukas Hofer. Dorothea Vira im Vordergrund. Gesamtweltcup Führende bei den Frauen. Lukas Hofer, die Nummer 11 in der Weltrangliste der Männer. Sicherlich heute sowas wie die Favoriten, wenn es so etwas gibt. Und natürlich, das ist der Moment, auf den jetzt hier alle warten. Da haben wir Laura Dahlmeier zum letzten Mal auf Skiern, zum letzten Mal mit einem Gewehr auf dem Rücken. Gemeinsam mit Philipp Navrat heute am Start.
Magdalena Neuner hat eine Grußbotschaft geschickt an Laura Dahlmeier. Liebe Laura, ich wünsche dir heute auf Schalke ein super schönes Abschiedsrennen. Das letzte Mal Biathlon. Genieß es, lass dich feiern von deinen Fans. Und ich wünsche dir für deinen weiteren Lebensweg alles Liebe und Gute. Tja, die eine Expertin von daheim, vom See, die andere steht bei uns hier in der Arena. Und wir haben eben gesehen, das ist ein tolles Starterfeld. Das ist ja keine Laufkundschaft, da ist die Weltelite am Start. Wem traust du hier heute außer den Deutschen was zu? Naja, die Titelverteidiger sind ja auch da mit der italienischen Mannschaft, mit Viera und Hofer. Aber auch die Norweger habe ich ganz, ganz oben auf dem Zettel. Reuseland, Christiansen. Genau. Mal gucken, weiß nicht, warum Reuseland in Frankreich nicht gelaufen war. Vielleicht ein kleiner Infekt, aber sie würde nicht hier starten, wenn sie nicht wieder fit ist. Ja, natürlich die Deutschen, aber auch Russland, also Frankreich. Also eigentlich wirklich ist es, ja, jede Mannschaft hat, glaube ich, schon ihre stärksten Athleten heute hergeschickt. Worauf kommt es denn hier an? Ich meine, die Runde, die außen im Stadion führt, ist ja nicht zu vergleichen mit einer Runde, die in einem normalen Biathlon-Stadion gelaufen wird. Kommt man hier entspannter, in Anführungszeichen, an den Schießstand? Nee, entspannter ist es definitiv auch nicht. Es sind sehr viele Richtungswechsel. Man muss aufpassen in den Kurven, man muss schnell umtreten. Es ist schwierig zu überholen. Also man kann sich jetzt nicht auf seine Laufstärke eigentlich verlassen. Man muss vor allen Dingen auch sehr schnell schießen dann. Der Druck ist natürlich auch ein ganz anderer bei der Atmosphäre hier, bei dem Publikum. Also es ist eher so, man muss mehr Wert auf das Schießen und auf den Treffer legen und auf der Strecke vielleicht auch aufpassen, dass man nicht zu Fall kommt, weil die Abfahrt mit der steilen Kurve ist sehr gefährlich. Und ja, und dann möglichst ohne Strafrunde durchkommen. Und auch wenn die Arena auf 4 Grad runtergekühlt ist, wir sind heiß auf die Rennen. Gleich meldet sich Christian Dex, eine kurze Pause, da sind wir wieder hier. Zum 18. Mal Biathlon auf Schalke. Die World Team Challenge ist volljährig geworden. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, auch von hier oben vom Reporterplatz. Und natürlich steht diese 18. Ausgabe im Zeichen von Laura Dahlmeiers Abschied, die heute nicht mit Erik Lesser, wie ursprünglich geplant war, starten wird. Der ist krank geworden, hat gestern abgesagt. Aber ihr Partner, mit dem sie heute läuft, Philipp Navrat, zu dem gibt es eine besondere Geschichte. Wir haben ein Foto für sie. Das ist 15 Jahre alt. Und vor 15 Jahren, da wurden Laura Dahlmeier und Philipp Navrat gemeinsam. Gemeinsam bayerischer Meister, also nicht gemeinsam, aber zeitgleich am gleichen Tag. Sie sind ein Jahrgang und Laura Dahlmeier hat sich gewünscht, dass doch der Philipp danach nominiert werden soll, da Erik Lesser eben krankheitsbedingt absagen musste. Aber es ist natürlich auch, und das haben Michael Antwerpes und Kathi Wilhelm eben schon anklingen lassen, ein sportlich sehr interessanter Wettkampf. Es sind insgesamt 14 WM-Medaillengewinner und Gewinnerinnen hier am Start. 7 Frauen und 7 Männer haben bei Weltmeisterschaften schon Medaillen gewonnen. Also es ist durchaus auch sportlich sehr, sehr anspruchsvoll, was wir hier erleben werden. Dorothea Viera sehen wir im Bild. Und da haben wir Laura Dahlmeier mit Alois Reiter, dem Streckenchef hier aus Ruhpolding, gestern angereist. Und das ist Denise Herrmann, die ist aus Davos gekommen, wo sie einen kleinen Höhentrainingslager-Block eingeschoben hat in der Weltcup-Pause. Marte Olsby-Reuseland, übrigens Grüße an Kathi Wilhelm, die war nicht krank. Die hat wegen der WM-Vorbereitung in Annecy ausgesetzt. Anaïs Bescon und Antonin Gigonat, das französische Pärchen mit der Nummer 5. Und im Laufe der ersten Runde werden wir Ihnen dann auch noch die weiteren Pärchen vorstellen. Jetzt geht's los. Biathlon auf Schalke, die 18. Auflage. Angefeuert von 46.000 Fans. Das gibt es nur hier beim Biathlon auf Schalke. Ulaina Björndalen, der ist hier Rekordsieger, hat 4-mal gewonnen und hat gesagt, ein besseres Training gibt es nicht aus 3 Gründen. Du musst hier wahnsinnig schnell schießen, du hast eine intensive Belastung auf einer kurzen Runde und du musst lernen, mit diesem Druck umzugehen von 3 Tribünen während des Schießens. 607 Meter ist die Strecke hier in der Halle im Stadion und dann 684 Meter in den
beiden hinein- und hinausführenden Tunneln. Und draußen. Und dann gibt es den 30 Meter langen Anstieg, den sogenannten Ruhrpott-Gletscher, mit der langen Abfahrt hinunter ins Winterdorf auf die Partymeile. Denise Herrmann jetzt eben an diesem 30 Meter langen Anstieg. Dahinter Vira, dann Laura Dahlmeier, links Bescon, Marta Olsbü. Dann haben wir für Tschechien am Start Marketa Davidova und Michael Kritschmar. Für Österreich Lisa Theresa Hauser mit Felix Leitner. Hauser zum fünften Mal hier am Start mit dem vierten Mann. Ja, und da heißt es aufgepasst, vor allen Dingen jetzt, wo sie noch so eng zusammen sind. Denn diese Kurve, die ist tückisch. Heute Nachmittag gab es ja schon das Nachwuchs, das Juniorenrennen. Da hat es da einige Stürze gegeben. Und auch jetzt Ekaterina Jolova, die hier schon zweimal gewinnen konnte, muss jetzt erstmal das Feld von hinten aufrollen. Herrmann hat sich vorne schon ein wenig abgesetzt. Ja, das ist der zweite Anstieg. So richtig flüssig läuft das noch nicht. Da sind sich auch Lena Hecki, die Schweizerin, und ich glaube, es war Davidova ins Gehege gekommen. Und hier nochmal der Blick. Da kommt Ekaterina Jolova-Percht. Ein bisschen zu schnell um die Ecke. Aber nicht aufs Gewehr gefallen. Kein Problem. Ja, da bleibt der Ski dann unter der Bande stecken. Und jetzt sind sie das erste Mal hier in der Halle. Die World Team Challenge besteht ja aus zwei Rennen. Das ist der Mann von Marte Olsbü-Reuseland. Sverre Reuseland, der heute die Betreuung am Schießstand übernimmt. Normalerweise der Trainer der zweiten Mannschaft, der Norweger. Also jetzt erst einmal das Massenstartrennen, 8 Runden insgesamt. Und nach den Abständen wird dann das Verfolgungsrennen ausgetragen. Jetzt erst einmal 5 Schuss im Liegendanschlag. Es gibt keine Nachlader, die Strafrunde ist 75 Meter lang. Und Dorothea Vira hat am schnellsten begonnen, ganz unten. Reuseland muss in die Strafrunde. Vira ist weg, Reuseland 2 Strafrunden. Und Herrmann und Dahlmeier schießen beide 0. Auch Bescon und Merkuschina, die Ukrainerin, haben wir noch nicht erwähnt. Das Paar aus der Ukraine, Merkuschina und Pidruschny, stark. Jolova Percht schießt jetzt 0. Und Dorothea Vira geht als Führende raus. Klatscht ab auf Lukas Hofer. Denise Herrmann schickt Benedikt Doll auf die Reise. Laura Dahlmeier, Philipp Navrat. Für die Franzosen jetzt Guy Gonat. Für die Ukraine Dimitri Pidruschny, der Weltmeister in der Verfolgung. Der junge Felix Leitner für Österreich. Eliseev, der in dieser Saison so starke Russe. Michael Kritschmar, Silbermedaillengewinner im Sprint bei Olympia. Bei Arndt Peifers, Goldmedaillensieg im Sprint. Und dann Benjamin Weger. Und ganz hinten jetzt Fetle Christiansen nach den beiden Strafrunden von Marte Olsbü. Tja, Laura Dahlmeier, ihr Gewehr das letzte Mal. Morgen muss sie ihren Lauf abgeben beim Zoll. Ups, da gab es noch einen Sturz von Marte Olsbü nach den zwei Strafrunden. Ja, ja, es ist ein bisschen enger hier als im Weltcup. Das haben wir ja auch schon auf der ersten Runde gesehen. Jetzt zieht sich das Feld natürlich ein bisschen auseinander. Ja, ihren Lauf muss Laura Dahlmeier morgen abgeben. Der gehört dem Zoll. Den wird dann irgendein Nachwuchs-Zollathlet erben, das ganze System. So, jetzt Doll vor Navrat und Guy Gonat. Und ganz vorne Lukas Hofer, der hat schon einen ganz ordentlichen Vorsprung sich da rausgelaufen. Benedikt Doll. Letztes Jahr hier mit der Szene schlechthin, als er Ole Einar Bjørndalen auf der Zielgeraden den Vortritt ließ. Ihn auf Platz 3 laufen ließ in dessen Abschiedsrennen. Große Geste mit wirklich großer Wirkung. Das zeigt dann eben auch, was für ein Typ Benedikt Doll ist, dass er in so einem Moment auf den dritten Platz verzichtet, auch auf ein bisschen Preisgeld. Und das ist Lukas Hofer, der Titelverteidiger. Und der läuft jetzt hier schon wieder rein ins Stadion.
Und jetzt das Trio mit den beiden Deutschen. Und das ist die Auswertung. Aber Marco Groß rechts mit Lena Hecki. Die beiden übrigens auch im privaten Leben ein Paar. Marco Groß, der Sohn von Rico Groß, betreut hier die Schweizer Mannschaft. Denn die Schweizer Trainerin Sandra Flunger liegt mit Novovirus zu Hause im Bett. Gute Besserung in die Schweiz, beziehungsweise nach Österreich, wo sie lebt. Und jetzt die Herren zum ersten Mal im Liegendanschlag. Hofer mit einem kleinen Vorsprung. Dann Gigona, Doll und Navrat. Wie ein Uhrwerk, Lukas Hofer. Navrat jetzt mit einer Strafrunde. Auch Pidruschny. Und Benedikt Doll trifft fünfmal. Gigona ebenfalls. Auch Kritschmar ohne Fehler. Navrat und Pidruschny müssen einmal in die Runde. Und schauen Sie, wie gut jetzt da geschossen wird. Elisiev, Leitner. Auch Vega ohne Fehler. Ja, schwierig dann für die Norweger, sich ein bisschen näher heranzumogeln. Und jetzt muss auch Christiansen in die Runde, wie eben Olsby Reuseland, die ja sogar zweimal. 12 Sekunden der Abstand zwischen Dorothea Viera und Denis Hermann jetzt. Also Lukas Hofer hat da sowohl auf der Strecke als auch am Schießstand eine richtig spritzige Runde hingelegt. Und jetzt Vega auf Hecki. 29 Sekunden zurück die Schweiz und da hinten kommen die Norweger. Vettle Christiansen, vor einer Woche in Anzi, Dritter in der Verfolgung, sein erster Podestplatz in dieser Saison. Oi, da hat Lukas Hofer aber ein bisschen in die Strecke verlassen. Ich würde sagen, Grenzbereich, wie er da abgekürzt hat. Aber das zeigt eben auch, wie ernst sie das hier nehmen. Das ist kein Spaß, kein Showrennen. Das ist ein richtig ernsthafter Wettbewerb. Die Tschechen trotz einer Strafrunde auf Platz 4. Und Denis Hermann schaut sich um. Nach dem Schießen ein Vorsprung von 3-4 Sekunden auf Pescon und Davidova. Jetzt am höchsten Punkt geht es runter in die Abfahrt. Kubikmeter Schnee aus der Skihalle Neuss sind hier antransportiert worden seit Mittwoch. Heute um 11 Uhr ist die Strecke draußen dann erst richtig geschlossen und fest präpariert worden. In der Halle dann schon in den Tagen davor. Vor einer Woche, da gab es hier noch Fußball. Schalke gegen Freiburg 2:2. Und am 17. Januar ist dann hier wieder Fußball. 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Schalke gegen Gladbach. Aber heute gehört der Applaus Dorothea Viera. Dahinter Hermann und Davidova. 12 Sekunden betrug der Abstand. Jetzt sind es vielleicht noch 4 oder 5. Also auf den 1,3 Kilometer haben sie einiges gut gemacht. Gerald Hönig ist da, der Schießtrainer des Deutschen Skiverbandes, der heute das Team Benedikt Doll und Denis Hermann betreut. Florian Steirer betreut Laura Dahlmeier und Philipp Navrat. So, jetzt geht es im Stehendanschlag darum, die 5 Scheiben abzuräumen. Strafrunde Viera, 2 Strafrunden Viera. In dem normalen Tempo, in dem sie die Schüsse auch im Weltcup herausfeuert. Auch Davidova schießt daneben, auch Hermann. Chance für Bescon. Viera ist jetzt in der kleinen Strafrunde, die auch Denis Hermann zweimal muss. Auch Davidova. Jetzt geht Frankreich in Führung mit Anaïs Pescon. Laura Dahlmeier hat 4-mal getroffen. 5-mal getroffen! Jetzt bebt die Arena. Jetzt läuft Laura Dahlmeier vorne Richtung Spitze.
Anaïs Bescon, Lisa Hauser. Und dann kommen schon Denis Herrmann und Laura Dahlmeier, also die beiden deutschen Teams auf 3 und 4. Nur 5 Sekunden hinter den Franzosen. Doll und Navrat jetzt also auf der Jagd nach Gigonard und Felix Leitner. Schweiz, Benjamin Weger, 16 Sekunden zurück. Von 9 auf 6 verbessert durch Lena Hecki. Und die Norweger, sie bleiben noch dran. Die Abstände werden übrigens nachher im Verfolgungsrennen halbiert. Und wer mehr als 45 Sekunden zurückliegen sollte, der darf dann im Abstand von 45 Sekunden starten. Also das ist dann schon so berechnet, dass auch alle nachher im Verfolgungsrennen noch Chancen haben. Und trotzdem, jede Sekunde, die man jetzt mitnimmt, die hat man nachher erstmal auf der Habenseite. Zumindest die Hälfte davon, um genau zu sein. Laura Dahlmeier, 26 ist sie geworden im August. So sieht es also aus. Erste Halbzeit heißt es hier, das ist das Massenstartrennen. Und Gerald Hönig erklärt Denis Herrmann jetzt nochmal, was sie hier gemacht hat. Hat vorhin auch nochmal gesagt, das ist auch für jemanden wie Denis Herrmann wichtig, so ein Rennen. Da kann sie vor allen Dingen am Schießstand nochmal richtig was lernen. So, Hofer wieder schnell und gut unterwegs. Vor den beiden Deutschen, war eine Sekunde hinter ihnen nach dem Schießen. Vega Eliseev und mit der Nummer 7 Kretschmann. Und da sind sie schon wieder. Vorne Gigonard, dann Felix Leitner und Lukas Hofer und ein wenig dahinter die beiden Deutschen. Felix Leitner, der ist gestern eingesprungen für, erst hatte Julian Eberhardt abgesagt, dann Simon Eder, also als dritter Mann für die Österreicher. Hat gesagt, als das Telefon das vierte Mal geklingelt hat, da bin ich dann mal rangegangen, der junge Österreicher. Es war Rico Groß, sein Trainer, der gesagt hat, sag mal, hast du Lust, nach Schalke zu fliegen? Und am Abend saß er dann schon im Flieger gestern und kam hierher. Jetzt also stehen schießen. Gigonard, Leitner, Hofer, Doll und Navrat. Und die ersten drei alle mit einem Fehler. Gigonard in einem Wahnsinnstempo, aber er muss einmal in die Runde, genau wie Hofer. Navrat muss auch in die Runde. Leitner zweimal, Doll schießt null, Navrat, es bleibt bei einer Runde. Jetzt geht Benedikt Doll gemeinsam mit Denis Herrmann in Führung. Eliseev muss drei Runden schießen, Vega eine. Jetzt fallen die Russen zurück. Ja, da sind sie mal, diese kleine Strafrunde, da ist es dann auch eng. Und jetzt wird es laut. Jetzt gehen Doll und Denis Herrmann in Führung. Da kommt Navrat nur 10 Sekunden zurück nach der Strafrunde. Weiter geht's für Laura Dahlmeier. Dann Vega und Leitner auf 7 und 8. Und die Norweger haben den letzten Platz verlassen durch die drei Strafrunden von Eliseev. Springt Fetle Kristiansen gemeinsam mit Marte Olsby-Reuseland auf die 9. Und hinten kommt jetzt Matvei Eliseev, der ja beim Auftakt Einzel, beim Auftakt Sprint war es ja dieses Jahr in Östersund, auf Platz 3 stand. Ja, und Benedikt Doll, der macht es richtig gut bis hierher. Hat ja vergangene Woche in Annecy sein zweites Weltcuprennen gewonnen, den Sprint, obwohl er sich ein bisschen erkältet gefühlt hat. Da sehen wir ihn. Er und seine Frau haben sich übrigens zu Weihnachten nichts geschenkt, sondern sie haben gespendet an die Bergwacht Schwarzwald. Da wird eine neue Rettungswache gebaut. Auch das eine große Geste. Denis Herrmann jetzt vorn, dahinter Vira und Bescon. Vira schon wieder aggressiv und spritzig auf der Runde. Hofer und Vira
mit richtig viel Druck auf den Runden. Dann dahinter Marketa Davidova. So, und dann geht es wieder hinein ins Tal. Ja, wer da die Innenbahn wählt, der hat einen Vorteil. So, jetzt kriegt Benedikt Doll neue Ski. Die werden dann immer gereinigt. Der Schnee ist natürlich hier nicht so sauber, da der ja mit LKWs her transportiert wird. Bescon vor Vira Davidova und dann ist da auch schon Laura Dahlmeier. Vorsicht! Bescon innen vorbeigegangen, hat sie eben die etwas aggressivere Linie gewählt. Das ist ja fast wie bei der Formel 1. Strafrunde Hermann, Strafrunde Vira, Strafrunde Davidova. Dahlmeier bleibt fehlerlos. Laura Dahlmeier. Erst am 24. Dezember und am 26. hat sie 2 Tage Komplextraining gemacht. Das heißt, das erste Mal wieder Laufen und Schießen kombiniert. Im Herbst war sie einmal eine Woche mit der Nationalmannschaft im Trainingslager. Da hat sie danach das letzte Mal geschossen. Seitdem nicht mehr. Hat aber dann gesagt, vor allen Dingen, das Problem war das Laufen mit der Waffe. Daran musste sie sich gewöhnen. Und jetzt übernimmt sie hier die Führung gemeinsam mit Philipp Navrat. Zumindest in diesem ersten Teil der World Team Challenge. Das ist ja ein All-Inclusive-Rennen. Alles drin bis jetzt. 6 Sekunden dahinter. Jetzt Hofer und Doll. Und dann Pietruschny und Gigo. Naja, ja, es ist eng. Da musste auch Anastasia Merkuschina mal in den Schnee. So, Benjamin Weger geht jetzt als 6. raus. Der muss hier seinen Frieden noch schließen mit Schalke. War 2-mal hier, 1-mal 9., 1-mal 10. 2011 mit Selina Gasparin, 2014 mit Elisa Gasparin. Heute 3. Teilnahme, 3. Frau mit Lena Hecki. Aktuell 6. Ekaterina Jolova-Percht, wie gesagt, die hat hier schon 2-mal gewonnen, 2012 und 2017. Aber heute ging es mit dem Sturz denkbar schlecht los und dann kam auch noch die Einlage von ihrem Partner Matvei Elisejew mit den 3 Strafrunden. Ja. Und so kennen wir Laura Dahlmeier. So werden wir sie auch vermissen. Mit diesem aufgerissenen Blick, mit dem Ziel, den Sieg vor Augen. Da kommt Philipp Navrat, der hier 2013 schon mal mit Anna Weidel gelaufen ist im Juniorenrennen im Rahmenprogramm. Und der eben gestern dann erfuhr, Erik Lesser ist krank, der kann nicht. Spring du ein, Navrat im IBU Cup unterwegs mit 2 Podestplätzen im Dezember. Er gewann ein Rennen in Schuschön und wurde 3. in Obertiljach kurz vor Weihnachten. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so ging vorhin beim vorletzten Schießen von Denise Herrmann, als sie die 2 Strafrunden geschossen hat. Da kam sie ja dann doch sehr schnell zum Wechsel und tatsächlich, das Schiedsgericht hat das überprüft, sie ist nicht 2 Strafrunden gelaufen, sondern nur 1. Das heißt, es wird eine Strafminute geben gegen das Team von Benedikt Doll und Denise Herrmann nach dem Rennen. Die laufen jetzt erstmal zu Ende und werden das dann vermutlich erfahren und werden dann gleich im 2. Teil des Rennens von ganz hinten starten. Ich sagte es ja, der maximale Rückstand beträgt 45 Sekunden. Also, es sei denn, sie gewinnen jetzt hier mit mehr als 15 Sekunden Vorsprung, dann wird der Rückstand nicht so groß sein.
Upsala. Ja, die Russen, die kommen damit nicht so gut klar. Hier fast der Ski noch abgegangen, klemmt jetzt auch da fest von Eliseev. Also da ist der Wurm drin. Jetzt hilft da sogar ein Zuschauer. Hofer geht in die Runde. Navrat schon 4 Treffer. Navrat trifft 5-mal. Und Benedikt Doll auch. Super Rennen bis hierhin von Benedikt Doll. Gigonard mit 0 Fehlern, Pidrusny mit einem. Das ist Benjamin Weger, der Schweizer. Jetzt macht er einen auf Wilhelm Tell und trifft auch 5-mal. Und jetzt geht Laura Dahlmeier als Erste auf diese Runde. Sie ist in der Position, in der sie schon so häufig war. Sie führt ein Rennen an. Sie hat es in der Hand, das zu diktieren. Und wenn man sieht, wie sie herausspringt, dann denkt man, es hätte diese Pause nie gegeben. So oft haben wir diese Bilder schon gesehen in der Vergangenheit. Die Ukraine auf der 5, zeigt gleich mit den Tschechen, dann die Schweiz, die Norweger. Felix Leitner mit Österreich jetzt zurückgefallen auf 9 und Eliseev, der fängt jetzt erst an zu schießen nach dem Sturz. Philipp Navrat, ja, wie gesagt, gut unterwegs im EU Cup. Lukas Fratscher, der ist noch besser unterwegs, der darf dann zur Belohnung auch im Januar erstmal starten im Weltcup für Erik Lesser, der in den IBU Cup zurück muss. Aber Philipp Navrat, der lauert. So, da sehen wir, dass Felix Leitner einen Ersatzstock bekommt. Der hatte dann irgendwo einen Stockbruch unterwegs. Und hat da sicherlich auch ein wenig Zeit verloren. Oh, wie ist das schön, sinkt die Arena auf Schalke angesichts der deutschen Doppelführung. Die wissen natürlich noch nicht, dass Hermann und Doll gleich eine Zeitstrafe bekommen werden. Laura Dahlmeier. Heute Morgen um 5 ist in Partenkirchen ein Bus losgefahren, ein Doppeldeckerbus mit 70 Personen, organisiert von ihrer Tante Christina. Der Fanclub saß da drin, Familie, Freunde, Trainer, Wegbegleiter. Morgen wird Laura Dahlmeier mit diesem Bus zurückfahren, um einfach auch Danke zu sagen. Sie hat die Getränke spendiert für die Fahrt heute und auch für die Rückfahrt morgen. Das wird sicherlich dann auch nochmal ein feuchtfröhlicher Abschied von ja, ihren wichtigsten Begleitern, die Rückfahrt von hier dann runter in die Heimat nach Partenkirchen. Aber vor der Feier steht jetzt noch ein bisschen Arbeit auf dem Programm. Hermann Danvira. Als wäre sie nie weg gewesen. Geht sie nicht auch ein bisschen so, liebe Zuschauer? Hermann, Dorothea Vira und Anaïs Bescon laufen im Schatten von Laura Dahlmeier. Sie ist die meistfotografierteste Person, Laura Dahlmeier. Egal wo sie, seit sie gestern Mittag hier ankam, auftrat. Jeder wollte noch mal ein Foto hier, ein Lächeln da, ein Autogramm, ein Selfie. Der zweite ging auf den Rand, aber das ist egal. Hier gibt es nur Treffer oder Fehler, auch Vira. Und jetzt Hermann mit einem Fehler, auch Vira schießt 0. Laura Dahlmeier, früher hat sie immer gesagt, ich will immer eine 10 schießen, immer ins Zentrum. Ja, und schauen Sie, wie viele Fehler geschossen werden. Bescon und Davidova mit Fehlern. Hecki mit 2 Fehlern. Reuseland und Merkuschina jetzt fehlerlos. Laura Dahlmeier, da schickt sie wieder Philipp Navrat los. Jetzt kann sie sich erstmal ausruhen. Navrat, der muss noch einmal schießen, noch eine Runde laufen. Und Denis Hermann beim letzten Wechsel.
Ich weiß nicht, ob sie es jetzt erfahren wird, möglicherweise, dass sie eben noch diese Strafminute bekommt. Dass also das Team Hermann Doll gleich im anschließenden Verfolgungsrennen von ganz hinten starten werden. Mit dem Abstand von 45 Sekunden. Vermutlich dann gemeinsam mit dem russischen Pärchen, denn die haben ja auch schon einen Rückstand jetzt von über einer Minute nach den beiden Stürzen und ja auch nicht idealen Schießen. Und die Schweizer nach den beiden Fehlern von Lena Hecki wieder zurückgerutscht auf Position 9. Gegen Hofer. Klar, und für Philipp Navrat ist auch so ein Rennen hier nicht nur eine besondere Ehre, dann dabei zu sein bei der Frau, wir haben es gesehen, die er kennt schon von vor 15 Jahren. Florian Steirer mit dem Trefferbild. Ja, und der großen Freude. Nein, Philipp Navrat, der kann sich natürlich hier auch zeigen. Der kann natürlich auch zeigen, was er drauf hat. Auch das werden die Trainer zur Kenntnis nehmen. Spektakulär, diese Bilder. Sie kommen gemeinsam zum letzten Schießen. Wer gewinnt Teil 1? Wer gewinnt das Massenstartrennen? Am Ende kann es ein Muster ohne Wert sein, aber es fühlt sich doch schon mal ganz gut an, wenn man hier nach der Hälfte ganz vorne als Erster übers Ziel läuft. Doll, Vetle Christiansen, dann Piet Ruzsny, die Norweger. Nach den anfänglichen Problemen haben sie sich ins Verfolgerfeld zurückgearbeitet. So ein bisschen im Schatten der Duelle ganz vorn. Fehler Hofer. Navrat, jetzt wartet er auf den letzten. Und er macht ihn! Er macht ihn! Hofer kreiselt, der muss 75 Meter extra laufen. Die halbe Runde hat er schon weg, Lukas Hofer. Also mit so 6-7 Sekunden Vorsprung dürfte Navrat jetzt auf die Schlussrunde gehen. Doll schießt wieder 0. Überragend, was Benedikt Doll hier heute insgesamt abliefert. So, eine Runde muss er noch. Noch einmal 1,3 Kilometer. 4,7 Sekunden hat er Vorsprung auf Lukas Hofer. Dann Piet Ruzsny und Benedikt Doll. Christiansen, wie gesagt, die Norweger, wieder voll mit im Rennen. Dann Guigo Nah, Silbermedaillengewinner bei der WM im Massenstart in Östersund. Und das ist Philipp Navrat, der 2004 die Biathlon-WM in Oberhof im Fernsehen gesehen hat, als Michael Greiß, der wie er aus Nesselwang kommt, Weltmeister wurde mit der Staffel. Und da hat er gesagt, Mensch, da fange ich auch mit Biathlon an, das finde ich cool. Da war er gerade 11 Jahre alt geworden. Jetzt ist er 26 und kämpft hier um die Führung gegen Lukas Hofer. Dahinter Piet Ruzsny und Doll. 10 Sekunden. Der Abstand ungefähr zwischen Hofer und Piet Ruzsny. So, Hofer ist dran. Jetzt mal gucken, wie sie in die Abfahrt kommen. Da nehmen sie dann immer schon im Übergang so ein bisschen das Tempo raus. Ja, voll, Brille runter, Philipp Navrat. Ein bisschen aggressiv, ein bisschen weiter innen gegangen. Jetzt sitzt er ihm im Nacken. Jetzt versucht er auch noch vorbeizugehen vor dem Anstieg, bevor Philipp Navrat sich richtig breit macht.
mit Erfolg. Lukas Hofer, die Titelverteidiger, die werden hier gleich als Erste in das Verfolgungsrennen gehen. Ja, Hofer gut in Schuss, muss man sagen, nicht nur am Schießstand, auch auf der Strecke heute. Und toll hat Petruschny überholt. Ja, das gibt gleich so einen kleinen Dämpfer hier in der Halle, glaube ich, wenn das verkündet wird mit der Strafminute. Noch ist die Euphorie natürlich hier gigantisch mit den Plätzen 2 und 3 für Deutschland zur Hälfte des Wettkampfs. Aber wie gesagt, wenn Benny Doll dann vielleicht in der zweiten Hälfte nochmal so eine Leistung abliefert, wie eben und Denise Herrmann auch, dann ist auch da noch was möglich. Auch wenn der Rucksack natürlich ein wenig wiegt, den sie haben. Also, Glückwunsch an Dorothea Vira und Lukas Hofer, das italienische Pärchen. Geht gleich mit 2 Sekunden Vorsprung. Es wird ja halbiert ins Rennen vor Laura Dahlmeier und Philipp Navrat. Herrmann und Doll, die werden nach hinten durchgereicht aufgrund der nicht gelaufenen Strafrunde. Ja, jetzt sieht man es auch schon in der Grafik. Jetzt sind sie schon auf die 5 gesprungen und die anderen werden jetzt davor springen. Jetzt ist eben diese Minute schon aufaddiert. Und jetzt hören wir mal. Michael Antwerpes hat, glaube ich, Laura Dahlmeier. So ist das. Und Laura ist, glaube ich, man kann zufrieden sein, als wären sie nie weg gewesen. Ja, bis jetzt fühlt sich ganz gut an. Jetzt 2. Platz, tolle Ausgangsposition für die Verfolgung. Kurzes Wort zum Philipp. Ja, ich glaube, er hat seine Sache gut gemacht. Wir sind vorne mit dabei. Das war so unser Ziel. Jetzt schauen wir mal, der spannendere Teil kommt noch. Das war jetzt so, ja, eher das Aufwärmprogramm. Es hat gezeigt, dass wir da vorne mitmischen können. Aber jetzt müssen wir es echt noch mal beweisen. Hat es irgendwann richtig gebissen auf der Strecke? Also, wann war so der Punkt? Ja, die ersten 2 Runden waren recht gut. Und dann habe ich schon versucht, da ein bisschen Druck zu machen auf der Strecke. Ist nicht so einfach, weil man da so ein bisschen eingeklemmt ist, irgendwo vorbeizukommen. Also es läuft schon sehr, sehr viel über den Schießstand. Aber ich bin guter Dinge. Super, viel Glück. Und spannender könnte es ja gar nicht sein. Also die deutschen Teams in bester Ausgangsposition vor der entscheidenden Verfolgung. Kurze Unterbrechung, dann sind wir hier zurück in der Arena auf Schalke. Jetzt. Dorothea Vira und Lukas Hofer, die Vorjahressieger führen, das sehen wir hier vor. Und das ist toll. Laura Dahlmeier und Philipp Navrat, aber auch Denise Herrmann und Benny Doll wären so gut im Rennen, wenn sie denn nicht eine Strafrunde bekommen hätten. Kathi Wilhelm, du hast es genau beobachtet und dann sind wir schon zum Schiedsgericht gegangen. Was ist genau falsch gelaufen? Na, es ist ein bisschen unglücklich gelaufen, gleich in ihrer zweiten Runde, also in ihrer ersten Strafrunde sozusagen, hat sie eine Strafrunde vergessen. Und das liegt so ein bisschen an der Lage der Strafrunde, weil die liegt in dem Auslauf. Und du musst praktisch also 3-mal an der einen Geraden vorbei. Da sehen wir es nochmal. Ja, also du musst ja da sowieso langlaufen, ja. um rauszulaufen aus dem Stadion. Aber sie muss eben noch 2-mal eben die kleine Extra-Runde und sie ist nur eine gelaufen und dann wieder raus. Und natürlich im Eifer des Gefechts. Sie hat auch ein bisschen reagiert. Sie war sich, glaube ich, selber nicht ganz sicher bei der Übergabe und hat mir schon gemerkt, sie war ein bisschen unsicher. Und das Fernsehbild täuscht halt nicht. Ne? Da sagt das Reglement dann ganz klar, 1 Minute Strafe obendrauf. Aber ich meine, das ist ja alles eng beisammen. Alles ist möglich in der abschließenden Verfolgung. Das dauert aber noch einen Moment, liebe Zuschauer. Deshalb wollen wir noch mal zurückschauen auf die Karriere der Frau, die hier auf Platz 2 liegt und möglicherweise in ihrem letzten Rennen auch einen wahnsinnsgroßen Auftritt hinlegt. Laura Dahlmeier, eine Karriere in Bildern von Christoph Nahr. Sie ist wieder am Start. Laura Dahlmeier braucht keine Ski und kein Gewehr, aber diesen Kitzel, sich mit anderen zu messen, auf den kann sie kaum verzichten. Die Berglauf-Weltmeisterschaft in Argentinien als Auftakt in ein neues Leben. Der südamerikanische Frühling und nicht mehr der oberbayerische Winter für die Kämpferin, die in Garmisch-Partenkirchen zum ersten Mal auf den Brettern stand, die ihre Welt bedeuteten. Wenn mich jemand gefragt hat, wenn mich die Oma gefragt hat, ja, Laura, was möchtest du später mal werden? Da habe ich gesagt, ja, Biathletin. Das war schon so. Und nicht nur das. Ins Poesiealbum einer Freundin schreibt die 10-jährige Laura, dass sie ein ganz bestimmtes Ziel hat als Biathletin. Gold bei den Spielen. Jetzt bei mir die Laura Dahlmeier. Wie schaut jetzt dein weiterer Verlauf aus für die Zukunft? Ich möchte
schon schauen, dass ich vielleicht in irgendeinen Kader komme und dann vielleicht mal in den Weltcup. Das sind halt so meine Ziele und so. Sie war das Schießtalent. Die ist dazu gekommen und hat, glaube ich, immer alle Scheiben abgeräumt. Und das hat sie, glaube ich, von Anfang an ausgemacht. Ohne Angst, präzise, nervenstark. Laura Dahlmeier trifft und gewinnt. Erst bei den Juniorinnen und schon bald bei den Erwachsenen. Erster Weltcupsieg im Februar 2015 in Nové Město in Tschechien. Einen Monat später feiert Dahlmeier mit 21 Jahren ihre ersten WM-Medaillen in Kontiolahti in Finnland. Mit der Staffel gewinnt sie Gold für Deutschland. Ein neuer Biathlon-Star. Ich glaube, ich bin von Haus aus schon eher eine ehrgeizige Person. Also wenn ich was mache, dann will ich es gescheit machen. So halbgescheitige Sachen, sagt man, bei uns gibt es nicht. Wenn, dann bitte mit 100%. Eine Draufgängerin, die alles liebt, was das Adrenalin zum Fließen bringt. Motorradfahren gehört dazu. Und vor allem wieder aufzustehen, wenn man einen Fehler macht. Und das immer wieder. Seit sie als Kind entschieden hat, Olympiasiegerin zu werden, tut sie alles, um diesen Traum auch zu erreichen. Biathlon ist Qual. Wochenlang, monatelang. Alles für den Erfolg im Winter. 2016 Oslo. Weltmeisterin. Endlich. Und nicht nur das. Neben dem Verfolgungsgold gewinnt Laura Dahlmeier 4 weitere Medaillen. Aber das ist immer noch nicht genug für die Garmisch-Partenkirchnerin. So einfach ist es wirklich nicht, sondern ich glaube, man muss da wirklich jeden Tag voll an sich selber arbeiten, absolut konzentriert dabei bleiben. Ein Jahr später wieder Weltmeisterschaft, diesmal in Hochfilzen, Österreich. Es ist Laura Dahlmeier, die ihr Gold holen wird. Und dieser Vorsprung, er wird ausreichen. Das ist Gold für Laura Dahlmeier. Ein Rausch in Gold. 10 Tage lang. Vor dem letzten Rennen hat Laura Dahlmeier bereits 5 Medaillen gewonnen. In 5 Rennen. Mit dem abschließenden Sieg im Massenstart schreibt sie Geschichte. 5-mal Gold. Das gab es noch nie. Es fehlt nur noch ein Ziel. Pyeongchang. 2018. Das ist eigentlich auch der Ursprung von Olympia, ist, dass man sagt, man kommt da zusammen mit Menschen, die die gleiche Motivation haben, die das gleiche Ziel haben, die da einfach ja, die Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Das erste Rennen bei den Spielen in Korea ist der Sprint. Es ist windig, es ist bitterkalt und nur eine freut sich über solche Bedingungen. Laura Dahlmeier hat alles diesem Rennen untergeordnet. Sie kommt besser mit so einem Wetter zurecht als irgendjemand sonst. Jetzt wartet sie auf den Wind. Wartet, dass er sich beruhigt. Beruhigt ihr Auge auch nochmal. Das hat sie fantastisch gemacht. Das ist überragend. Das ist absolute Weltklasse. Das perfekte Rennen zum perfekten Zeitpunkt. Alle haben Gold von Laura Dahlmeier erwartet, am meisten sie selbst. Jetzt ist es soweit. Endlich. Mir ist keine Sportlerin in Erinnerung, die so das komplette Paket geschnürt hat zur perfekten Biathletin. Perfektion in Pyeongchang. Nach dem Sprinttriumph gewinnt Laura Dahlmeier auch noch die Verfolgung. Im Einzel kommt Bronze dazu. Olympic Champion, Togil, Laura Dahlmeier. Doppel-Olympiasiegerin, 7-fache Weltmeisterin, Gesamtweltcupsiegerin. Was kann noch kommen? Der Körper fordert langsam seinen Tribut. Dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, soll ich es nicht vielleicht einfach gut sein lassen und den Schlussstrich ziehen?
und wollte aber einfach noch mal sehen, ob ich es denn mit weniger Vorbereitung schaffe. Ich wollte zum Höhepunkt noch mal fit sein bei der Weltmeisterschaft, habe da zweimal Bronze gewonnen, das bedeutet mir persönlich extrem viel. Östersund im März. Laura Dahlmeier gewinnt ihre letzte WM-Medaille. Bronze in der Verfolgung. Es ist überstanden. Denise Herrmann übernimmt die Rolle der Teamleaderin. Zeit für etwas Neues. Ich komme jetzt auch nicht auf die Couch legen. Ich habe irgendwie die letzten 15 Jahre Sport betrieben, relativ viel Sport betrieben. Und ich kann nicht einfach mir jetzt wochenlang da auf die Couch legen und schauen, wie unfit wäre. Das bin nicht ich. Das passt nicht zu mir. Und so geht es weiter, sportlich. Laura Dahlmeier ist weiterhin am Start, nur nicht mehr so, wie man sie kennt. Neue Herausforderungen warten und vor allem neue Ziele. Zurück in der Biathlon-Arena auf Schalke, die zumindest für einen Tag mit diesem wirklich tollen Wintersport-Event gesegnet ist, das kann man sagen. Kathi Wilhelm, es herrschen ja eigentlich Laborbedingungen. Es gibt keinen Wind am Schießstand. Trotzdem schießen die daneben. Warum? Ja, weil natürlich hier es ein bisschen andere Atmosphäre ist, eine andere Anspannung, andere Anforderungen auch. Und die Sportler testen sich auch ein bisschen. Also ich habe das auch immer auch so als Vorbereitung für Oberhof, Ruppolding gesehen, die Weltcups, die danach dann anstehen. Und man kann hier schon mal ein bisschen einen frecheren Rhythmus schießen, sich mal ein bisschen trauen. Es tut nicht ganz so weh wie vielleicht bei einem Weltcup. Hier die Strafrunde ist nur 75 Meter lang. Und deswegen geht man ein bisschen größeres Risiko eben auch hier bei dem Wettkampf. Und deswegen passieren eben auch mehr Fehler. Vor der abschließenden Verfolgung liegen Laura Dahlmeier und Philipp Navrat auf Platz 2. Also es geht unglaublich spannend zu. Wir sind gleich wieder zurück mit der Entscheidung. Laura, das heißt übersetzt, die den Lorbeerkranz trägt. Kann sich Laura Dahlmeier heute in dem letzten Rennen ihrer Karriere selbst den Lorbeerkranz aufsetzen, ja oder nein? Sie hat zwar nur 2 Sekunden Rückstand auf Dorothea Wira, aber die Italiener, die sind stark heute, haben 6-mal daneben geschossen, 4-mal häufiger als die Deutschen und sind aber trotzdem eben schnell am Schießstand und auf der Strecke. Also, das ist eine harte Nuss, die Laura Dahlmeier und Philipp Navrat da knacken müssen. Dorothea Wira und Lukas Hofer, die Ersten, denen hier das Kunststück gelingen könnte, bei der 18. Auflage den Titel zu verteidigen. Nee, stimmt nicht ganz. Ulana Björndahl hat ja gemeinsam mit Linda Grübben das schon mal geschafft. Die hieß dann nur anders, weil sie geheiratet hatte im Jahr davor. Ja, der Knall kam ein bisschen zu spät, aber Dorothea Wira ist dann losgelaufen, als sie die Null auf der kleinen Uhr gesehen hat, die dort links neben der Startlinie steht, der schwarze Kasten, den Sie dort sehen können. Das ist für die Athletinnen jetzt entscheidend und maßgebend. Ja, der Knall ein bisschen zu spät gezündet. Tja, und dann mit 45 Sekunden Rückstand, wie bitter, Denise Herrmann und Ekaterina Jolova. 35 Sekunden sind es für Denise Herrmann. Dann am Ende nur gewesen, denn der Rückstand war ja nur 1:09 nach der Strafminute. So, da startet sie und da hinten knallt. Aber das war schon in Ordnung, so wie es gelaufen ist. So, der Modus ist identisch zu eben. Es wird im Wechsel liegend und stehend geschossen, aber es wird nach jeder Runde gewechselt. Und jetzt Laura Dahlmeier übernimmt hier in der ersten Runde die Führung von Dorothea Wira. Dann Marte Olsbü vorbei an Anastasia Merkuschina. Das ist das Duell um Platz 2 und 3. Das ist Bernhard Kröll, der Jugend- und Heimtrainer von Laura Dahlmeier. Auch er heute hier hat vorhin auch beim Juniorenrennen einige Athleten des Deutschen Skiverbandes betreut. Aber natürlich schaut auch er mit einer Portion Wehmut noch einmal auf seine Laura, die hier das letzte Mal auf Wettkampfski mit einem Gewehr unterwegs ist. Laura Dahlmeier, Studentin der Sportwissenschaften in München, hat dort ein kleines Zimmer und geht dann ganz normal als Studentin in die Uni. Sagt, klar, der eine oder andere erkennt mich. Und für manche bin ich einfach nur die Laura. Sind sogar 2 ihrer Kommilitonen hier heute hergekommen.
um sie bei ihrem Abschiedsrennen zu unterstützen. Also da sind dann schon ganz neue Freundschaften entstanden, die mit dem Biathlonsport gar nichts zu tun haben. Im neuen Leben von Laura Dahlmeier. Reuseland, Merkuschina, Bescon, Hecki, Davidova, Hauser, alles Namen, die wir aus dem Weltcup kennen. Es ist ein erlesenes Feld. Und jetzt Dahlmeier gegen Wierer. Und auch Laura Dahlmeier, die kann schnell schießen. Wierer geht in die Runde. Dahlmeier setzt sich ab. Da bimmelt die Bahn hier in der Arena auf Schalke. Der Dahlmeier Express setzt sich in Bewegung. Reuseland geht zweimal in die Runde. Merkuschina bleibt fehlerlos. Ganz oben jetzt Denise Herrmann. Philipp Navrat. So einen großen Vorsprung hatten sie bis jetzt noch nicht. Herrmann muss einmal in die Runde. Und jetzt ist der Vorsprung 13 Sekunden groß von Philipp Navrat auf Lukas Hofer. Der hat das vorhin im Massenstart schon gezeigt, dass er so 6-7 Sekunden wegnehmen kann pro Runde. Hinten, da kam Denise Herrmann um die Ecke. Norwegen und die Schweiz auf 7 und 8 und jetzt dort 46 Sekunden zurück. Natürlich, die haben ein bisschen verloren auf die Spitze aufgrund der Strafrunde. Ja, da sehen Sie es nochmal, die 0. Ist umgesprungen und dann erst ist Dorothea Wierer über die Linie gegangen. Alles in Ordnung. Das war dann nochmal der Beleg dafür. Und hier der Blick auf rechts Laura Dahlmeier und links Dorothea Wierer. Synchron! Und Sie wissen das, wenn Sie regelmäßig Weltcup schauen. Kaum jemand ist in der Lage, so schnell zu schießen wie Dorothea Wierer, dass Laura Dahlmeier hier aus der Kalten kommend das bringt. Das ist bemerkenswert. Ja, Philipp Navrat, jetzt muss er Bizeps zeigen. Und sehen, dass er möglichst viel von diesem Vorsprung mitnimmt zu seinem nächsten Schießen. Lukas Hofer, die Italiener reisen von hier ins Trainingslager nach Val de Fiemme. Für ein paar Tage, bis dort die Tour de Ski ankommt, dann müssen sie ausweichen nach Antols, aber auch da gute Bedingungen. Das ist Felix Leitner, der junge Österreicher. Auf Position 6 liegend. Tja, Philipp Navrat, gestern als er aufgestanden ist, da hat er sich seinen Samstagabend ganz anders vorgestellt. Möglicherweise auf der Couch. Mal schauen, was die Biathleten auf Schalke machen. Nur ist er selber nicht nur mittendrin, sondern ganz vorne dabei. Als Partner von Laura Dahlmeier bei deren Abschiedsrennen. Der war weit rechts daneben. Jetzt muss er in die Runde, aber er hat viel riskiert. Er hat gefeuert wie Lucky Luke in seinen besten Zeiten. Lukas Hofer hat noch nicht mal angefangen, jetzt erst. Muss auch in die Runde, zweimal sogar.
Gigonard und Kritschmar noch ohne Fehler. Beide bleiben fehlerlos. Der Tscheche und der Franzose. Leitner mit zwei Fehlern. Oben jetzt Benedikt Doll. Leitner, zwei Strafrunden. Christiansen 0, Vega 0. Doll 0. 6 Sekunden jetzt der Vorsprung von Navrat auf Kritschmar bzw. von Laura Dahlmeier auf Marketa Davidova. Und dann direkt dahinter auch schon Anaïs Bescon. Anastasia Merkuschina dann schon mit knapp 20 Sekunden Rückstand. Und Dorothea Wira und Lukas Hofer, jetzt liegen sie 25 Sekunden hinter der Spitze. So schnell kann das gehen. Da kommt Benedikt Doll. 36 Sekunden zurück. Denis Hermann und Lisa Hauser jetzt gemeinsam. Und dann nach wie vor ganz hinten das russische Pärchen. Philipp Navrat mit vollem Risiko. Einen, den hat er verrissen, den dritten weit nach rechts gesetzt. Aber unbeirrt seine Serie fortgesetzt. Und dann gehen die Trainer auch immer sofort vom Schießstand rüber in den kleinen Aufwärmbereich da neben der Wechselzone und erklären den Athleten, was sie da falsch gemacht haben, was sie gut gemacht haben. So, Marketa Davidova schon dran. Die junge Tschechin, 22 Jahre alt, wird am 3. Januar 23 schon zweimal auf dem Podest in dieser Saison. 9. im Gesamtweltcup, war 3. im Sprint in Östersund, 3. im Sprint in Annecy, direkt vor Weihnachten. Ein großes Talent im Frauenbiathlon, Marketa Davidova hier mit der Nummer 7. Ja, da sehen wir genau das. Florian Steirer, der Trainer. Jetzt muss er wieder zurück zum Schießstand, um dann gleich zu schauen, was Laura Dahlmeier macht. Aber da eben schon mal die kurze Auswertung mit Navrat. So, Davidova ist dran an Laura Dahlmeier. Ja, und das ist immer dieser Moment, wenn sie aus dem Tunnel kommen, hinein in die Arena, die dann richtig laut wird. Hören wir mal rein. Pesco. Dicht dran. Das sind vielleicht 8-9 Sekunden, die sie hinter dem Führungsduo liegt. Ja, hier fast möchte man sagen, der Kampf der Generationen. Die erfahrene Dahlmeier, die schon alles gewonnen hat gegen Newcomerin Davidova. Aber die beiden sind nur 4 Jahre auseinander. Fehler Davidova, Fehler Dahlmeier. Zweite Strafrunde für Davidova, die langsamer geschossen hat als Dahlmeier. Anaïs Bescon mit einer raschen Serie kann sie jetzt ranlaufen an Laura Dahlmeier. Schießt aber auch einen Fehler. Dahlmeier bleibt vorn. Wira muss in die Runde. Reuseland schießt 0. Die Norweger, wir erinnern uns am Anfang, waren so abgeschlagen. Machen jetzt einen Sprung nach vorn. Denis Hermann, 3 Treffer. Da schießt den letzten ins Weiße. Laura Dahlmeier übergibt an Philipp Navrat. Und jetzt sind die Norweger auf der 2. Wie haben die sich denn nach vorn gemogelt? Schauen Sie, Jolova rechts, schon wieder 3 Strafrunden. 8 Sekunden jetzt, Navrat gegen Christiansen. Nicht mehr gegen Hofer erwehren, sondern gegen den laufstarken Norweger. Ah, dahinter ist es eng. Bescon, Davidova, Hauser
Vera Hecki übergeben hier im Abstand von wenigen Sekunden an ihre Partner. 2013, da hat Laura Dahlmeier hier schon mal gewonnen mit Florian Graf als Partner. Der da auf der Schlussrunde in der letzten Kurve gegen den Ukrainer Andrei Derisemlia innen ganz aggressiv vorbeigegangen ist. Das war ein Riesenspektakel hier, eine der spannendsten letzten Runden, die wir erlebt haben. Im Moment dirigieren die beiden das Rennen ein wenig von vorne. Haben aber eben auch profitiert von den Fehlern der Konkurrenz. Ja, leichter Blick von Navrat kurz nach links. Wie weit ist Christiansen zurück? Christiansen, der ja Dritter war in der Verfolgung, der so ein bisschen schwierig in die Saison reingekommen war, hatte den Auftakt in Schuhschön verpasst. Ein nicht zum Weltcup gehörendes Rennen, was aber für die Norweger einen hohen Stellenwert hat. Da war er krank und brauchte dann so ein bisschen, um in seinen Rhythmus zu kommen. Den hat er aber inzwischen gefunden. Vetle, Sjostad, Christiansen. Die Norweger werden ab 1. Januar in Schuhschön ein Trainingslager durchführen. Siegfried Mazé, der französische Trainer, kommt dann hoch nach Norwegen und bereitet die Mannschaft auf den Weltcup in Oberhof vor. Da haben wir ihn, den 27-Jährigen aus Geilo, eine kleine Stadt im Herzen Norwegens. Da kommt er her. So, Philipp Navrat auf der Strecke konnte er die Führung verteidigen. Jetzt muss er sich am Schießstand auseinandersetzen. Zunächst mit Vetle Christiansen und dann mit dieser ganzen Horde. Die wollen alle an ihm vorbei. Das geht hier nicht um eine Tüte Luft. Das geht um 14.000 Euro Preisgeld pro Athlet. Im Weltcup gibt es 15.000, also auch das Niveau des Preisgeldes hier ist durchaus auf einem amtlichen Niveau. Fehler Navrat. Aber wie eben, er zieht es durch. Aber Christiansen zieht es auch durch und er zieht es fehlerfrei durch. Jetzt gehen die Norweger hier in Führung. Gigonard mit dem letzten daneben. Hofer mit zwei Fehlern. Die Italiener finden nicht mehr in den Rhythmus, den sie in der ersten Rennhälfte hatten. Vega jetzt mit der Null. Leitner, Kritschmar, Hofer jeweils zwei Fehler. Chance für Benedikt Doll, mal ein paar Plätze gut zu machen. Aber der fängt mit einem Fehler an. Verflixt. So, wie groß ist der Abstand zwischen Reuseland und Dahlmeier? 8,8 Sekunden. Und dann die Franzosen. 10 Sekunden dahinter. Anaïs Bescon jetzt. 10 Sekunden hinter Laura Dahlmeier. Und 3 Sekunden hinter Bescon wiederum. Lena Hecki aus der Schweiz. Dann übergibt Pidrozhny an Merkuschina für die Ukraine. Da kommt dann Felix Leitner. Also das ist hier auf jeden Fall noch der enge Kampf. Mindestens um Platz 3. Und Benny Doll, naja, 9. 46 Sekunden zurück nach vorne. Kommen sie irgendwie nicht näher. Trotzdem ist das Podest noch möglich. Vetle Christiansen. Das erste Mal hier auf Schalke, hat vorhin zu mir gesagt, das ist das Verrückteste, was ich jemals gesehen habe. Ein Fußballstadion voll mit Biathlon-Fans. Aber wie alle Athleten waren sie hier schon in der Aufwärmphase mit einem breiten Grinsen unterwegs. Da rechts tief der Fehler von Philipp Navrat. Marte Olsby-Reuseland. Daheim in Lillehammer Weihnachten gefeiert mit ihren Eltern und ihrem Ehemann, der ja heute als Trainer hier ist, haben wir vorhin schon mal gesehen. Und Laura Dahlmeier. 8,8 Sekunden betrug der Rückstand nach dem Schießen auf Marte Olsby-Reuseland. Dann kommen die nächsten. Bescon und Lena Hecki.
kurz die Beine ausschütteln vor der Abfahrt. Und dann ist sie schon wieder im Tunnel. Olsbü führend. Und dann kommt Laura Dahlmeier. Tja, und jetzt geht's so langsam, aber sicher auf die Tränendrüse. Was folgt, ist das letzte Liegenschießen von Laura Dahlmeier in ihrer Karriere. Ein letztes Mal wird sie sich auf die Matte legen und versuchen, die kleinen 4,5 cm großen Ziele zu treffen. Aber das muss sie jetzt ausblenden. Jetzt gilt es nur, Schuss für Schuss für Schuss für Schuss zu nehmen. Reuseland 0. Dahlmeier schießt zügiger als die Norwegerin und macht am Schießstand einige Sekunden gut. Hecki mit einem Fehler bereits. Zwei jetzt von der Schweizerin. Oben ist Hermann schon da. Ja, auch Bescon schießt langsam, aber fehlerlos. Hecki geht zweimal in die Runde. Und Sie sehen es, der Abstand zwischen Christiansen und Navrat ist nicht groß. Hermann muss in die Runde. 5,5 Sekunden der Abstand zwischen Christiansen und Philipp Navrat. Zwei Strafrunden für Denise Hermann. Kuschina 0, Davidova 0. Ja, das wird nichts mehr für Hermann Doll heute. Da lagen sie so gut im Rennen und dann haben sie sich selbst unter Druck gesetzt. Dadurch, dass Denise Hermann vergessen hat, diese eine Strafrunde zu laufen. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, und die Italienerinnen jetzt, Dorothea Vira, wieder ein bisschen näher rangerückt auf Position 4. Und das sind nur 15 Sekunden auf Bescon auf Platz 3. Dahinter dann Kritschmar und Pidruschny, Benjamin Vega. 7 Sekunden Rückstand, 6 Sekunden sind es auf den Ukrainer Pidruschny. Deutlich länger aus der Abstand, dadurch, dass Vettle Christiansen in der Abfahrt war. Da reißt es natürlich ein bisschen auseinander. Ich glaube, viel mehr als die 5 Sekunden, die es nach dem Wechsel waren, sind es jetzt nicht. Ich glaube, der Abstand ist ungefähr gleich geblieben. Laura Dahlmeier. Einmal muss sie noch. Eine Runde laufen, 1,3 Kilometer, fünfmal stehen, schießen. Und dann war's das. Christiansen, das hat er perfekt gemacht. Ganz ruhig, ganz entspannt. Aber Philipp Navrat macht es auch gut. Nein, einmal schießt er daneben. Das heißt, Marta Olsbü, die kriegt jetzt ein kleines Polster. Und Laura Dahlmeier muss sie mit Bescon gemeinsam laufen. Wenn Gigonard jetzt trifft, dann wird es so kommen. Jawohl, Gigonard trifft. Das heißt, Gigonard
und Navrat werden in etwa zeitgleich zum Wechsel kommen. Navrat mit leichtem Vorsprung. Aber Reuseland mit gutem Vorsprung. Da hinten, da kommt Philipp Navrat um die Ecke, dahinter direkt danach Gigona. Laura Dahlmeier, da meldet sie sich, da winkt sie. Das ist das letzte Mal, dass sie jetzt in ein Rennen geht. Eine Runde und einmal schießen noch für Laura Dahlmeier. 20 Sekunden Rückstand auf Marthe Olsby-Reuseland. Gemeinsam mit Anaïs Bescon geht es also auf ihre letzten Wettkampfkilometer. 1,3 Kilometer sind es. Doll mit einer weiteren Strafrunde dahinten. Auf Platz 9 liegend vor dem Russen Eliseev. Ja, danach hat er alle getroffen. Wie sieht es hinter Dahlmeier und Bescon aus? 38 Sekunden Abstand. Merkuschina und Davidova, das sind 17 auf Dahlmeier und Bescon. Dann Hauser, dann Wiederhofer nur auf der 7. Ja, Vettle, Christiansen, der hat jetzt den Moment genutzt. In dem Moment, in dem Navrat den Fehler geschossen hat. Er hat die 0 vorgelegt, er hat den Druck auf Navrat aufgebaut und die Lücke gerissen. Jetzt haben es die Norweger in der Hand. Zweimal wird noch geschossen. Einmal noch schießen die Frauen im Stehendanschlag. Einmal noch die Männer und dann gibt es noch eine Runde Richtung Ziel. Laura Dahlmeier, die letzte Abfahrt. Auch da draußen, da stehen sie, die Fans, im Winterdorf, unten an der Strecke, hier hinter der Bande. Und feuern sie an und jubeln ihr zu. Das sind die Bilder, die wir kennen, auch aus Oberhof, aus Ruppolding, aus den Weltcuporten, Hochfilzen, Antolz, egal wo. Noch ein paar Sprünge, dann noch einmal genießen, noch einmal eintauchen ins Bad in der 46.000 Personen großen Menge. Olsby ist da. Hatte 20 Sekunden Vorsprung, das nochmal zur Erinnerung. Vor Laura Dahlmeier, die jetzt hier hineinkommt. Sie stehen auf, 46.000 erheben sich für Laura Dahlmeier. Feiern das Ende einer großen Karriere. 13 WM-Rennen hintereinander stand Laura Dahlmeier auf dem Podest. 7 WM-Medaillen, 7 goldene hat sie gewonnen. Dazu 3-mal Silber, 5-mal Bronze. Bei Olympia 2-mal Gold und 1-mal Bronze. Und jetzt schießt sie gleich das letzte Mal dort hinten. Da baut sie sich auf, Laura Dahlmeier. Unbeeindruckt von all dem Zirkus hier, Marthe Olsby-Reuseland mit 5 Treffern. Die letzten 5 Schuss von Laura Dahlmeier. Sie gehen alle ins Ziel. Philipp Navrat lacht, der freut sich. Das kann reichen fürs Podest, das kann sogar reichen für den Sieg hier beim Abschiedsrennen. Vettle Christiansen gegen Philipp Navrat, das ist das Duell. Was für ein Abschied von Laura Dahlmeier, was für ein großartiges Finale ihrer Karriere. Schauen Sie Davidova mit 3 Fehlern, so einfach ist es nicht. Und da sind die Tränen in den Augen von Laura Dahlmeier zu sehen. 12 Sekunden jetzt nur noch der Abstand. 20 waren das beim letzten Wechsel. Also Laura Dahlmeier hat Philipp Navrat hier in die Position gebracht, in der er attackieren kann, in der er Druck aufbauen kann auf Christiansen. Gigona 34 Sekunden dahinter. Pedroschny gemeinsam mit dem Franzosen. Ist das der Kampf um Platz 3? Oder kann Felix Leitner den beiden noch in die Treppchensuppe spucken? Denis Herrmann geht ein weiteres Mal in die Strafrunde. Nach wie vor auf Position 9 liegen Herrmann und Doll vor den Russen Ekaterina Jolova und Matvej Eliseev. Tja,
Aber auch Wira und Hofer jetzt mit über einer Minute Rückstand. Es hat sich ganz schön zerfleddert, dieses Feld im Laufe des Rennens. Aber vorne, da ist es noch spannend. Da sind es nur 12 Sekunden, die ihn hier Vetle Kristiansen von Philipp Navrat trennen. Er braucht die Null. Wenn er einen Fehler schießt und Navrat Null, dann gibt es einen Zweikampf auf der Schlussrunde. So wie bei Laura Dahlmeiers einzigem Sieg hier. Damals gemeinsam mit Florian Graf, als der auf der Schlussrunde gegen Derisi Emlia gewann. 2013 war das. Vor 6 Jahren. Gigonard und Pidruschny. Pidruschny ganz originell, nicht auf der Schneepfluglinie, sondern links daneben aus seiner Sicht. Jetzt fällt die Entscheidung. Showdown auf Schalke. Vetle Kristiansen, der hat ein kleines Polster. Laura Dahlmeier und Denise Herrmann, die sind durch. Vetle Kristiansen, Weltmeister 2019. Mit der Mixstaffel und der Staffel ist er geworden in Östersund. Er kennt Drucksituationen. Und er geht damit überragend um. Er trifft 5-mal. Und in was für einem Tempo. Marte Olsby-Reuseland. Hey, ja, Norge, die Nation, die den Weltcup in diesem Dezember bestimmt hat, die bestimmt auch dieses Rennen. Philipp Navrat. Jetzt muss er das Treppchen retten. Gigonard und Pidruschny sind da. Eine Runde kann er sich erlauben. Es bleibt bei der einen. Aber wenn die anderen Null schießen, dann machen sie Druck. Dann werden sie Druck machen. Gigonard muss auch in die Runde. Zweimal sogar. Und Navrat ist jetzt durch die Strafrunde. Er wird mit einem minimalen Vorsprung vor Pidruschny auf diese Schlussrunde gehen. Leitner mit der Runde. Zwei. Das ist der Kampf um Platz 2 und 3. Laura Dahlmeier. Sie feuert ihren Partner an, Philipp Navrat. Da geht sie noch auf die andere Seite hinter der Haarnadelkurve. 2 Sekunden ist der Abstand. Hofer mit einer weiteren Runde. Gigonard 16 Sekunden hinter Pidruschny. Der wird nicht mehr eingreifen können. Und jetzt schauen wir noch einmal auf Benedikt Doll, auf sein letztes Schießen. So wie die 46.000 hier in der Halle. Jawohl, auch er geht mit einem Erfolgserlebnis ins neue Jahr. Applaus von Laura Dahlmeier, so soll es sein. Die Hypothek der Strafminute nach der nicht gelaufenen Strafrunde von Denise Herrmann. Die war zu schwer, die konnten sie nicht kompensieren, Denise Herrmann und Benedikt Doll. Aber immerhin, mit einem versöhnlichen letzten Schießergebnis geht Benny Doll auf seine letzte Runde. Für Vetle Sjostort Kristiansen und Marte Olsby ist der Sieg hier 2019 unter Dach und Fach. Und Pidruschny hat Navrat überholt. Navrat hatte dann am Ende nicht mehr genug Körner, den Ukrainer zu halten. Zum ersten Mal seit 2006 gewinnt ein Team aus Norwegen. Damals war es Ole Einar Bjørndalen, der 2003, 4, 5 und 6 gewann mit unterschiedlichen Partnerinnen. Und nun 2019 ist es wieder soweit. Heia Norge wird eingespielt. Vetle Kristiansen und Marte Olsby. Verneigung
This is the craziest thing I've ever seen in Biathlon, hatte er vor dem Rennen noch gesagt. Und nun, ganz crazy, gewinnen sie das Ding hier. Dabei hatte es gar nicht so gut angefangen für die Norweger. Aber sie haben sich nach vorn gearbeitet im Laufe der beiden Wettkämpfe. Und dann am Ende gewinnen sie verdient und deutlich die World Team Challenge 2019, die 18. Auflage. Und Philipp Navrat, der muss sogar jetzt noch ums Podest kämpfen. Der kriegt Druck von hinten. Gigonard sitzt ihm im Nacken. Pedrozhny wird Zweiter, das steht fest. Aber Philipp Navrat, dem geht die Kraft aus. Auch der Zielgeraden. Ist der Podestplatz noch in Gefahr? Die Kamera muss es jetzt zeigen. Jetzt dort oben sehen wir es. Philipp Navrat. Er braucht jetzt jede Menge Kraft. Aber Antoine Gigonard, er schnappt ihm noch den Podestplatz weg. Und für Dahlmeier und Navrat am Ende ist es Platz 4 auf der Schlussrunde. Da war es dann zu viel für Philipp Navrat, der bis dahin ein beherztes, ein gutes Rennen abgeliefert hat. Janis Vodica, der Rennleiter, schnappt sich dann schon mal gleich die Sieger fürs Foto. Ja, Lukas Hofer, da kommt da dahinter, Leitner und Vega im Kampf. Hofer winkt so ein bisschen, verhindert da das Duell zwischen Leitner und Vega in den richtigen Sprint gehen kann. Viererhofer werden Fünfte. Hauser Leitner, Sechste. Lena Hecki und Benjamin Vega auf Platz 7. Dann die Tschechin auf der 8. Und trotzdem, natürlich, strahlt Laura Dahlmeier. Die Emotionen, die Gefühle, der Moment, das ist heute wichtiger als das Ergebnis. Es ist das Erlebnis, das sie sichtlich genossen hat. Benedikt Doll gemeinsam mit Denise Herrmann auf Position 9. Vor einem Jahr, da überließ er hier Ola Einar-Björndahl den Sprung aufs Podest. Sie sehen es eben, Gigonard hätte auch Navrat durchaus vorlassen dürfen, damit Laura Dahlmeier dieser Moment vergönnt gewesen wäre. Kein Vorwurf an Antoine Gigonard, dass er das in dem Moment nicht auf dem Schirm hat. Ist ein ganz normaler sportlicher Wettkampf hier, aber unterstreiche ihm auch nochmal, wie Benedikt Doll in diesem Moment vor einem Jahr das Gespür für den Moment hatte und eben Ola Einar-Björndahl den Moment ermöglichte. Und dann Matvei Eliseev mit Jolova Percht. Unglückliches Rennen, können fast ein bisschen leid tun, die beiden Russen. Beide sind sie gestürzt in der ersten Runde und dann haben sie sich am Schießstand insgesamt auch einfach zu viele Fehler geleistet, um hier sich noch ein bisschen weiter nach vorne zu arbeiten. Aber auch die Letzten werden hier gefeiert. Das 10. Team. Das war's. Eliseev fast noch ein Sturz im Ziel. Es hätte gepasst zum Rennen. Also, es war ein spannendes, es war ein großartiges Rennen. Und jetzt wollen wir erstmal die Sieger hören bei Michael Antwerpes. Jetzt durchatmen. Biathlon im Ersten präsentiert von Erdinger Alkoholfrei Zitrone. Und der Glückwunsch geht nach Norwegen. Congratulations, Norway. Marte Olsby-Reuseland, Fetle Christiansen. First question, Marte. Das war ein wahnsinniges Publikum. Das war sehr beeindruckend. What was the most impressive thing for you today? Oh, of course, it was the people here. It was so amazing to race here in this arena. It was an experience for life. Thank you so much for all the cheering. Ein Erlebnis fürs ganze Leben, sagt sie. Und es war einfach überragend, was hier heute das Publikum geboten hat. Und Vettel, Sie haben gesagt, das ist ja verrückt hier in Schalke, in Gelsenkirchen. Was sagen Sie jetzt? You said it's like crazy seeing all that here. What do you say now? Mein Deutsch ist nicht so gut, aber Gelsenkirchen. Bitte warten. Ich habe etwas zu sagen. Ich liebe dich. Es war Wahnsinn. Ja, das ist doch mal eine Liebeserklärung an die Schalke Arena. And
Ein Satz noch vielleicht zu Laura Dahlmeier, ihr letztes Rennen. Toller Auftritt, einen Fehler nur. Marta, last sentence to Laura, her last race. It was amazing, it was only one fault in 40 shoot. It was amazing to race with Dahlmeier again. She had an amazing career and to finish it here, it's big and we're gonna miss her so much. Also, Sie werden sie vermissen, die Laura Dahlmeier, und ich denke, das werden wir auch alle tun. Glückwunsch nochmal, viel Spaß gleich bei der Siegerehrung. Marta Olsbø und Vetle Kristiansen, Norwegen gewinnt hier heute. Und nochmal kurz hoch zu Christian, unserem Hallendach. Ja, vielen Dank, Michael. Das sind nochmal die Bilder, wie Marta Olsbø-Reuseland sich freut beim letzten Schießen gemeinsam mit Laura Dahlmeier. Was für versöhnliche Worte, eine Liebeserklärung aus Norwegen an das Stadion hier auf Schalke. Und dann eben auch nochmal die warmen Worte von Marta Olsbø-Reuseland an Laura Dahlmeier. Und die wollen wir jetzt auch gleich hören. Jetzt also Laura Dahlmeier. Nein, noch nicht. Denis Herrmann und Philipp Navrat sind es erstmal. Genau, die Laura, die sparen wir uns noch einen Moment auf und fragen erstmal den Philipp. Glückwunsch zu Platz 4. Am Ende haben so ein paar Meter gefehlt, Mensch. Das war ein wahnsinniges Finish. Wie fühlen Sie sich? Ja, zunächst mal bin ich übermäßig glücklich, dass ich hier an den Start gehen durfte, dass ich die Chance hier bekommen habe zu starten. Und war ein super Event. Das Publikum ist der Hammer. Das war Wahnsinn, als die Laura hier gerade über die Ziellinie kam und ich dann noch auf die letzten Meter durfte. Und ja, bin überglücklich, aber schade über den knapp verpassten Podestplatz. Hätte ich nicht für Möglichkeiten, dass da noch jemand kommt, habe auch alles gegeben und vielleicht ja, der kurzfristigen Starts hier geschuldet, aber möchte keine Ausreden, also das war mein Fauxpas. Das ist Biathlon, so kann es gehen, so knapp ist das und deshalb lieben wir diesen Sport auch. Und Philipp, kurz eingesprungen, das haben Sie gesagt, aber Sie verbindet mit Laura ja eine lange, wie soll ich sagen, tiefe Freundschaft und Kameradschaft im Sport. Welche Erlebnisse sind das, die Sie an Laura erinnern lassen? Ja, also es sind einfach die ersten Emotionen, die im Sport zur Geltung kommen. Man merkt da, wenn man das erste Mal irgendwo an den Start geht, was Sport ausmacht. Das Sprichwort Sport verbindet hat da einfach für mich die erste Bedeutung gefunden, als mir ja, zusammen an den Start gegangen sind bei bayerischen Meisterschaften und da auch die Titel zusammen schon holen konnten. Wunderbar. Und Denis Herrmann, vielleicht kommen Sie kurz in die Mitte, dann geht das leichter mit dem Mikrofon, mit dem Rüberreichen. Wir haben einen Fehler, einen kleinen Fehler beim Laufen gesehen, nämlich eine Strafrunde ausgelassen. Was war da los? Ja, ich war dann irgendwie schon einmal rumgekreiselt und dann bin ich rein und dann, dadurch ich mal eh schon die normale Strecke da rumging, war ich mir mal kurz unsicher und habe gedacht, habe ich jetzt schon zwei oder muss ich noch eine? Und dann, ja, wird schon passen, dann bin ich vorbei und habe gedacht, oh, ob das jetzt so richtig war, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, mein Körper und Geist ist noch in der Weihnachtspause festgehangen. Ich muss erst mal wieder ein bisschen wach werden. Wir haben ja auch noch ein paar Tage bis zum nächsten Weltcup in Oberhof. Aber das Publikum ist so oft angesprochen worden, aber wir haben auch gesehen, es sind insgesamt viele Fehler geschossen worden. Nun fragen sich viele, Mensch, hier ist doch gar kein Wind, aber es ist so anstrengend, ne? Stimmt, Wind könnte hier keine Ausrede sein, aber am Publikum liebt es nicht. Also das pusht einen schon ungemein, hier wird immer schnell geschossen, das weiß man auch. Deswegen will man da auch ein bisschen also mal auf die Geschwindigkeit mit draufdrücken und das ist immer Fehler, ja, anfällig und da purzeln dann doch mal die ein, zwei Scheiben nicht. Aber ja, es ist einfach der Reiz dieser Veranstaltung und man muss einfach wirklich da versuchen, am Schießstand ja, einen guten Job zu machen, weil auf der Runde kann man nicht so viel kompensieren, es sind auch nicht so viele Höhenmeter, aber eine schwierige Abfahrt heute durchaus und da muss man wirklich sehen, dass man da am Schießstand nicht so viel Zeit verliert. Auf jeden Fall Kompliment an beide deutschen Teams, heute alles gegeben und einen guten Jahreswechsel. Christian, noch mal kurz. Ja, vielen Dank, Michael und Werpes. Und ich denke, jetzt wirst du dich auf die Suche machen nach Laura Dahlmeier. Und dann werden wir sie das letzte Mal hören nach diesem großartigen Rennen von ihr. Vorhin bei ihrem letzten Schießen im stehenden Anschlag, als sie alle fünf Scheiben getroffen hat, die letzten fünf Schuss ihrer Karriere ins Schwarze gesetzt hat. Das Gewehr dort auf dem Rücken, was wir da sehen. Morgen muss sie den Lauf abgeben. Der gehört dem Zoll. Der wird dann einem Nachwuchsbiathleten übergeben. Also auch das sicherlich etwas ganz Besonderes für irgendeinen jungen Sportler, dass er das Gewehr von Laura Dahlmeier bekommen kann, zumindest Teile davon. Den Schaft, den darf sie behalten. Und ich glaube, jetzt sind wir soweit. Jetzt hören wir Laura Dahlmeier zum letzten Mal. Da ist sie,
in unserer Mitte, Laura Dahlmeier. Erstmal ein Riesenkompliment und Glückwunsch zu so einer fantastischen Leistung. Ich meine, einen Fehlschuss bei 40 Mal, das ist unfassbar. Was sagen Sie selbst? Ja, ich glaube, es ist ganz gut gegangen. Also Schießen hat mir schon immer Spaß gemacht. Ich bin durchs Schießen zum Biathlon gekommen und vielleicht ist es manchmal echt ganz gut, das Gewehr ein bisschen ins Eck zu legen. Und der Trainer hat davor gesagt, ja, das machen wir mit Erfahrung, du brauchst nicht so viel trainieren. Ich bin dann doch noch 2-3 Mal in den Schießstand gegangen, weil ich war mir nicht ganz so sicher, ob es wirklich klappt. Aber dass es halt so perfekt hinhaut, das macht richtig viel Spaß. Ja, und ich glaube, da ist auch die Expertin nachhaltig beeindruckt, Kathi. Das war, glaube ich, wirklich eine Glanzleistung nochmal zum Abschluss. Ja, also wirklich, wir haben es auch gerade schon ein bisschen ausgewertet. Es ist ja nicht nur, dass er eben auch mit nur einem Fehler bei eben diesen 40 Schuss durchgekommen ist, sondern auch, man muss ja auch überlegen, es war ja auch eine harte Belastung, es war auch eine Anspannung, es war ja dann auch Druck da, weil, ich meine, das bist du natürlich gewöhnt, aber, aber trotzdem, das war ja jetzt nicht so irgendein Rennen, ne? Und also wirklich, das war toll, es war auch zügig. Ich meine, es war so, wie wir Laura kennen, überlegt, nicht zu risikoreich, aber immer alles fest im Griff und es war toll. Laura, wann kam der Schauer, wann kam die Gänsehaut mit der Gewissheit, das war's jetzt, letztes Schießen, letzte Runde? Ja, auf der letzten Runde habe ich es schon gemerkt. Klar, die Beine werden dann natürlich auch schwerer. Ich habe versucht, noch mehr alles zu geben und als ich das letzte Mal durch den Tunnel gefahren bin, ist mir schon einmal so in den Kopf geschossen, okay, das wird jetzt der allerletzte Schießen und jetzt muss ich nochmal richtig zusammenreißen, das soll schon nochmal ein Nuller werden, ich möchte nicht mit einem Fehler aufhören, sondern mit 5 Treffern und habe mir dann vielleicht die ein oder andere Sekunde mehr Zeit lassen und mega cool, dass das geklappt hat. Ja, und vor allen Dingen dieses Publikum, ich meine, die Laura hat uns viele Jahre tolle Erfolge beschert und das ist heute ihr Moment und ihr Tag, die Schalke Arena für Laura Dahlmeier. Ja, und jetzt das neue Leben, das zweite Leben oder das dritte schon, je nachdem, wie Sie es zählen. Sie freuen sich drauf. Ja, es macht viel Spaß. Es gibt ganz viele Abenteuer so am Wegesrand, die ich jetzt erleben darf, viele andere Sachen. Natürlich ist meine Leidenschaft noch beim Biathlon. Ich habe jetzt in Frankreich mit dabei sein dürfen als Fernsehexpertin. Es hat auch ganz viel Spaß gemacht und es ist auch schön so, irgendwie doch noch dabei zu sein, ohne selber laufen zu müssen, ohne immer diesen Druck zu spüren, diese brutale Hektik. Man ist schon gefordert. Also ich war heute fast ein bisschen erschrocken, als ich am Anfang ins Stadion gekommen bin und so viele Menschen und jeder jubelt mir zu. Das war tatsächlich wieder ein bisschen ungewohnt. Und in meiner neuen Rolle, das taugt mir, das macht mir Spaß. Und ich freue mich aber auf heute Abend, wo ich wirklich nochmal Biathletin sein darf. Naja, das haben wir auch selten gehabt, dass ARD und ZDF-Experten in einer Sendung sind. Kathi, das war eine tolle Leistung, das war ein tolles Rennen und die Atmosphäre hier, das hat wieder alles gezeigt, was wir uns davon versprochen haben. Ne? Ja, also es war ein sehr spannendes Rennen. Natürlich immer schön, wenn die deutschen Teams ganz vorne mit dabei sind und uns hier eben auch so ein Fest kreieren, sage ich jetzt mal. Und es war wirklich, wirklich toll. Es war Spannung da. Ich meine, die Norweger haben gewonnen, aber ich glaube, wir gönnen es ihnen trotzdem. Wir gönnen es ihnen und wir verabschieden uns hier aus der Arena mit dem Hinweis, dass es morgen um 9.55 Uhr im Ersten weitergeht mit Sport und mit einem Gigantenapplaus für Sie, für Laura Dahlmeier. Change, why do I crumble quickly, stumble swiftly?